Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir weiter mit der Serie Blood Drive. Und leider sind wir jetzt schon bei der vorletzten Folge, Folge Nummer 12. Das Primo Tribut Zeremonie, ich glaube so heißt diese Folge. Es gibt ja insgesamt nur 13 Folgen, aber die letzte Folge heißt Das Finale. Das könnte sein, dass die Serie ein komplettes Ende hat, also kein Cliffhanger, sondern eine abgeschlossene Serie ist. Ich bin mal gespannt, ich werde mir die 13. Folge erst die Tage mal anschauen. Und ja, es ist ja eine Serie, sehr blutig, nimmt sich nicht wirklich ernst. Ist so eine Grindhouse-Serie, so wie damals hier Deathproof und so. Ist eine geile Serie, eine richtig geile Serie. Aber ich habe Folge 12 für euch erst geschaut. Es ist ja eine Rewatch-Review. Das bedeutet, ich werde hier auf jeden Fall wieder spoilern. Und ja, in der letzten Folge ist ja Arthur zum Primo geworden. Primo bedeutet, dass er jetzt so eine Art, ja, so eine Gottheit ist. Also alle lieben ihn, er hat jetzt viele Fans und wenn er irgendwo hinkommt, ist er einfach der King. Und das steigt ihn ordentlich zu Kopf und er vergisst auch seine Partnerin Grace und alles drumherum. Ihnen ist auch mittlerweile alles scheißegal. Er bringt auch jeden um. Jeden. Einfach jeden. Und es ist einfach so, dass er wird in so eine Show eingeladen. Da ist so ein großes, ja, so ein großer, wie nennt man das? Ja, Boxring? Ja, so ein Boxring. Ja, dort soll er dann gegen ein paar Leute kämpfen, die aus dem Publikum da reinspringen und die wollen ihn dann einfach töten. Und er tötet aber die. Es ist wieder blutig. Es ist wieder blutig ohne Ende. Meine Fresse. Ja, ich weiß nicht, wie viel Liter Blut die in diese Serie verballern, aber das ist einiges. Ein Meer voll Blut. Ein Meer voll Blut. Ja, und zumindest kommt Christopher an. Christopher ist ja sein Kollege. Er hat ihn jetzt endlich gefunden und er steigt auch in den Ring. Und Arthur wird dann wieder ein bisschen normal. Er kennt ihn sofort und sagt, Christopher hat ihn umarmt und so. Komm, wir gehen jetzt mal eben schön ein Saufen. Ja, dann saufen die sich schön ein. Und dann bekommt Christopher mit, dass Arthur eigentlich geopfert werden soll heute Abend dort als Primo. Die Primos werden nämlich alle geopfert. Auf die brutalste Art und Weise. Mit einem Flugzeug erschlagen. Das hört sich doof an, aber da fliegt ein Flugzeug mit so einem Propeller einfach auf die Primos zu und zermatscht die einfach. Ja, auf jede Art und Weise werden die Primos einfach geopfert. Ist ein Ritual und Arthur erkennt, ja, ich bin nicht der King, ich bin ein Opfer. Ja, und da hat Arthur jetzt eine gute Idee, er will nämlich Julian jetzt ermorden, weil er ist ja der Drahtzieher vom ganzen Blood Drive, von das ganze Werk und er steht im Ring. Dann geht Arthur dahin, rückwärts zu ihm hin und köpft Julian. Und ich denke so, wow, Julian tot? So einfach? Weil die kämpfen ja die ganze Serie seit 12 Folgen gegen den und jetzt mit einem Kopf ab, ist er weg. Und ich denke mir so, nein, das kann jetzt nicht das Ende von Julian sein. Und das übrigens in der Zeit, wo der Kopf dann runterfällt, spritzt das Blut wirklich literweise wieder durch die Gegend. Ja, es ist halt sehr blutig und sehr brutal. Ja, aber dann kommt raus, dass Julians Gedanken übertragen werden, denn dann sieht man nämlich eine ganze Batterie von Körpern von Julian, die dann aktiviert wird, wenn ein Julian stirbt, wird ein anderer Körper aktiviert mit dem gleichen Verständnis, also mit das gleiche Gehirn drin und er stirbt wohl nie. Also er kann 35 Mal sterben, er kriegt immer einen neuen Körper. Ja, also er ist untötbar. Das Wort gibt's nicht, aber ich nenne es einfach mal so. Warum auch nicht? Ja, dann geht es weiter, dass Arthur doch noch gefangen wird und er soll jetzt geopfert werden, weil Julian taucht ja wieder auf, er wird gefangen und er wird in so einen Stuhl gefesselt und soll in so eine Presse reinkommen, so ein Müllschlucker, ja, da soll er reinkommen und er wird dann langsam da mit so einem Stuhl hingebracht und das ganze Publikum schreit, ja, Grace und Christopher versuchen ihn dann zu retten. Schaffen die auch. Und dann ist Christopher aber auf einmal böse und redet Arthur ein, dass Grace alles, dass sie böse ist, dass sie hinter Blood Drive steht. Und
Ja, Arthur bekommt das aber raus, dass er böse ist, weil den haben sie auch, das ist ja auch ein Roboter, den haben sie auch ja, produziert. Es gibt mehr Christopher. Es ist, wenn man das so hört, hört sich das alles sehr kompliziert an. Ist es auch. Wenn man es nur hört und nicht gesehen. Man muss sich die Serie einmal angeschaut haben. Ist eine geile Serie. Ist wirklich eine geile Serie. Ja, zumindest überlebt Arthur, Julian überlebt und Arthur ist jetzt auch wieder normal, ist jetzt wieder mit Grace zusammen, die küssen sich, sind wieder ein Paar, sind frisch verliebt und oh, was schön ist die Welt. Ja, und jetzt kommt das große Finale, ja, denn Julian sagt, wisst ihr was, das ist alles scheiße hier. Die wollen meinen Blood Drive hier wieder absetzen und das klappt alle hier nicht. Und wie ich muss jetzt Hort bekämpfen, das ist das Große, die dahinter stehen. Und Julian hat die auch die Schnauze voll und sagt, ich brauche euch beide, Grace und Arthur. Wir stürmen jetzt nach Hort hin und machen. Ja, und das ist so das Ende. Die beiden, also die drei steigen wieder ein Auto ein und fahren jetzt nach Hort hin. Und ich schätze mal, das wird das große Finale sein. Dann ist in dieser Folge noch so ein Rückblick, wie die Schwester von Grace, die lebt ja noch, wie die dazu gekommen ist, diesen menschlichen Körper anzuziehen und wie die dort an die Macht gekommen ist. Sieht man doch auch noch im Hintergrund. Es passiert wieder so viel in dieser Folge. Es ist eine gute Folge. Es hat mir wieder total viel Spaß gemacht, da anzugucken. Wieder furchtbar brutal. Aber ich schätze mal, das Finale jetzt, das wird jetzt nochmal richtig krass. Gehe ich mal von aus. Gehe ich mal wirklich von aus. Diese Folgen dauern immer so circa dreiviertel Stunde. Vergehen wie im Flug. Auf jeden Fall. Schaut euch die an. Bei der nächsten Review oder Rewatch-Folge werde ich auch die Serie einmal bewerten. Oder die einzelnen Folgen. Ich werde einmal, glaube ich, die einzelnen Folgen einmal bewerten, wie ich sie fand, von der Skala 1 bis 10. Es waren ein paar schwache dabei. Diese war jetzt auch nicht die beste, aber ich schätze mal, jetzt kommt das große Finale. Da geht was ab. Falls ihr kein Video von mir verpassen wollt, abonniert den Kanal. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Ciao.